Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 3 Wochen nach dem umstrittenen Brexit-Votum ist der Machtwechsel in Großbritannien perfekt. Königin Elisabeth II. Ernannte die bisherige Innenministerin May zur Nachfolgerin von Premierminister Cameron, der nach 6 Jahren zurücktrat. May muss nun die Weichen für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union stellen. Sie ist nach Margaret Thatcher die 2. Frau in dem Spitzenamt. Tag des Abschieds. Der Premier am Mittag auf dem Weg zu seiner letzten Frage- und Antwortstunde im Parlament. Sein Auftritt unter Jubel der Parteikollegen. Die Stimmung sichtlich gelöst und humorvoll. Abgesehen von dem Treffen mit der Queen heute ist mein Terminkalender überschaubar. Einst als Hoffnungsträger der Partei gestartet, wird Cameron nun in die Geschichtsbücher eingehen als der Premier, der das Referendum zum eigenen Machterhalt anzettelte und sich verzockte. Bei seinem Abschied aus 10 Downing Street versuchte er, die Erfolge in den Vordergrund zu rücken. Unser Land ist heute viel stärker. Unserer Wirtschaft geht es besser. Das Defizit ist um 2 Drittel reduziert und 2,5 Millionen mehr Menschen haben Arbeit. Im Eiltempo räumen er und seine Familie seinen Wohnsitz für die neue Premierministerin, Theresa May. Sie wird am frühen Abend von der Queen mit der Regierungsbildung beauftragt. Seit 19 Jahren ist May im Parlament ein Politprofi. Als ehrgeizig, pragmatisch und zäh gilt sie. So lange wie niemand zuvor leitete sie das Innenministerium. Am Abend ihre ersten Worte als Premierministerin. Da wir die Europäische Union verlassen werden, werden wir eine neue positive Rolle für uns in der Welt finden. Und wir machen aus Großbritannien ein Land nicht nur für die Privilegierten, sondern für uns alle. Sie ist die 2. Frau, die nun als Premierministerin in 10 Downing Street das Sagen hat. Viel Zeit, sich in ihrem neuen Wohnsitz einzurichten, wird Theresa May nicht haben. Harte Brexit-Verhandlungen warten auf die neue Premierministerin. Aber eins hat Theresa May in diesen stürmischen Zeiten bereits bewiesen: Sie hat Stehvermögen, anders als manch Parteikollege. Ein ausführliches Porträt von Theresa May finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem beleuchten wir dort die Herausforderungen, vor denen die neue Regierungschefin steht. Die Bundesregierung hat ihre Grundsätze für die Bundeswehr überarbeitet. Das sogenannte Weißbuch enthält die Ziele und Aufgaben der Armee. Gegenüber der letzten Fassung von vor 10 Jahren wird jetzt mehr Gewicht auf eine Führungsrolle bei internationalen Militärmissionen gelegt. Beim Verhältnis zu Russland wird neben der Dialogbereitschaft die Abschreckung stärker betont. Außerdem soll die Bundeswehr bei Antiterroreinsätzen auch im Inland aktiv werden können. Eine Soldatenübung in Mali. Hier ist die Bundeswehr im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagiert, einer von 16 Einsätzen weltweit. In Zukunft soll die Bundeswehr noch mehr Verantwortung übernehmen. Wir machen uns nicht größer, als wir sind. Wir machen uns aber auch nicht kleiner, als wir sind. Das heißt, sowohl demografisch als auch geografisch, politisch, ökonomisch wissen wir um unsere Größe und wissen, was das dann auch für Verpflichtungen bedeutet. Ein Ziel dabei, eine stärkere europäische Verteidigungsunion, die Deutschland mit Frankreich vorantreiben will. Angedacht auch die Öffnung der Truppe für EU-Ausländer. Widerspruch. Da geht es um Töten, getötet werden. Es geht um eine Bindung an ein Wertesystem und zwar auch an eines, das sich auf unser Grundgesetz bezieht. Und dahingehend bin ich skeptisch. Ein weiterer Schwerpunkt, schnellere und spontanere Einsätze weltweit, wie etwa in der Anti-IS-Allianz, an der die Bundeswehr mit Aufklärungstornados über Syrien beteiligt ist. Nach wie vor ist vorgesehen, dass die Bundeswehr im Rahmen von Koalitionen der Willigen eingesetzt wird. Das schwächt nicht nur die Vereinten Nationen und andere Institutionen, sondern das ist aus meiner Sicht auch ein klarer Widerspruch zu den Vorgaben des Grundgesetzes. Und weil der internationale Terrorismus auch die Sicherheitslage in Deutschland verändert hat, geht es auch um Einsätze im Inneren. Für den Fall eines Anschlags etwa. Soldaten sollen mit Polizisten demnächst für den Katastrophenfall üben, der Koalitionspartner warnt. Wir wollen nicht, dass Soldaten im Inneren militärische Gewalt anwenden dürfen, also Staatlichkeit durchsetzen. Das Weißbuch sei der Beginn einer gesellschaftlichen Debatte, so von der Leyen heute. Ein fertiger Plan kann es auch nicht sein, denn offen bleibt, ob die neue Rolle der Bundeswehr in Zukunft überhaupt finanziert und umgesetzt werden kann.
In Brüssel sind Vertreter der 28 NATO-Mitgliedstaaten mit Russland zusammengekommen. Die Botschafter beider Seiten diskutierten über die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Warschau Ende vergangener Woche. Moskau hatte die geplante Truppenverstärkung des Militärbündnisses in den baltischen Staaten und Polen kritisiert. Darüber hinaus ging es um die Lage in Afghanistan und die Sicherheit des Luftraums über der Ostsee. Das Gespräch sei nützlich und offen gewesen, so der NATO-Generalsekretär. Seitdem Russland die Krim annektiert hat, sind die Beziehungen unterkühlt. Daran hat das Treffen heute nichts geändert. Die Allianz und Russland haben tiefgreifende und andauernde Meinungsunterschiede über den Ukraine-Konflikt. Da gibt es auch keine Annäherung, aber wir haben die Möglichkeit genutzt, unsere Positionen zu klären und uns auszutauschen über die Ukraine-Krise. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Großmanöver auf russischer Seite. Aber auch die NATO-Alliierten hielten so viele Militärübungen ab wie seit Jahren nicht mehr. Übungen transparenter machen, Missverständnisse verhindern, Themen des NATO-Russland-Rates. Gerade wenn eine Krisensituation besteht und die besteht, ist Krisenmanagement sehr wichtig. Miteinander reden, schon allein um zum Beispiel Unfälle zu vermeiden, wie er ja vorgekommen ist, als die türkische Armee ein russisches Flugzeug abgeschossen hat. Sowas muss unbedingt vermieden werden. Moskau hat Vorschläge vorgelegt, wie man die Militärmanöver über der Ostsee sicherer machen könnte. Die NATO und Russland werfen sich gegenseitig vor, dass Kampfjets unangekündigt und ohne Kennung aufsteigen. Die NATO will die Vorschläge jetzt prüfen. Auch wenn es keine konkreten Ergebnisse gab, entscheidend ist, dass man sich überhaupt zusammengesetzt hat, dass man wieder miteinander redet. Denn angesichts der zahlreichen weltpolitischen Probleme sind der Westen und Russland aufeinander angewiesen. Zum Beispiel bei den komplizierten Konflikten in Syrien oder im Irak. Nach den heftigen Kämpfen der vergangenen Tage im Südsudan hat die Bundeswehr ihre Evakuierungsmission erfolgreich beendet. Mit Transallmaschinen seien Deutsche und Staatsbürger anderer Länder in das benachbarte Uganda ausgeflogen worden. Laut Krisenstab des Auswärtigen Amtes hielten sich bis zu 100 Deutsche im Südsudan auf, unter ihnen Diplomaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Die 15 dort im Rahmen der UN-Mission stationierten Bundeswehrsoldaten sollten in dem ostafrikanischen Land bleiben. Bundesweit ist die Polizei mit Razzien gegen Hetze im Internet vorgegangen. Etwa 60 Wohnungen in 14 Bundesländern wurden durchsucht. Ausgangspunkt der Ermittlungen war nach Angaben des Bundeskriminalamts eine geheime Facebook-Gruppe, in der der Nationalsozialismus verherrlicht wurde. Den Verdächtigen wird Volksverhetzung vorgeworfen und das Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Bundesinnenminister de Maizière und Justizminister Maas erklärten, auch sprachliche Gewalt dürfe nicht hingenommen werden. Der bayerische Verfassungsschutz war auf diese Facebook-Gruppe gestoßen, die einige hundert Mitglieder hat. Hass auf Juden, Verherrlichung des NS-Regimes, Volksverhetzung, solche Inhalte wurden hier in großer Zahl gepostet. Es handelt sich hier um eine geheime Facebook-Gruppe. Das heißt, das ist eine Gruppe, die nach außen hin gar nicht erkennbar ist, zu der man nur unter bestimmten Voraussetzungen Zutritt erlangt. Uns ist es gelungen, in diese Gruppe reinzukommen. Nicht nur in Bayern, bundesweit gingen die Behörden heute gegen Internet-Hasskriminalität vor. Ermittelt wird nicht nur gegen Gruppen, sondern auch gegen Einzelne. Der Innenminister sagt, Straftaten würden auch im vermeintlich anonymen Netz nicht geduldet. Diese Personen stehen im Verdacht, im Internet Menschen beleidigt, bedroht oder genötigt zu haben, zu Straf- und Gewalttaten aufgerufen oder volksverhetzende und extremistische Inhalte verbreitet zu haben. Sie werden sich dafür nun vor Gericht verantworten müssen. Zusammen mit Familienministerin Schwesig stellte der Innenminister dann ein umfassendes Programm vor. Es soll zivilgesellschaftliche Gruppen fördern und dem Extremismus vorbeugen. Auch die Familienministerin begrüßt die Aktion gegen Hass im Netz. So wenig wie Hass und Hetze auf der Straße zu dulden ist, dürfen wir es im Netz dulden. Und jedem von uns muss klar sein, Hass und Hetze vom gewalttätigen Wort bis zur Gewalttat selbst ist es kein weiter Weg mehr. Unzufrieden ist die Regierung weiterhin mit Facebook. Trotz aller Versprechen würde das Unternehmen von sich aus immer noch viel zu wenig Hasskommentare löschen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat den Gerichtsbeschluss zum vorläufigen Stopp der Fusion des Handelsriesen Edeka mit Kaisers Tengelmann zurückgewiesen. Sein Ministerium werde Rechtsmittel dagegen einlegen, kündigte er heute in Berlin an. Zugleich wies er den Vorwurf der Befangenheit zurück.
Die Ministererlaubnis sei keine Gefälligkeitsentscheidung gewesen. Außerdem gehe das Gericht von falschen Tatsachenbehauptungen aus. Seinen Urlaub hat Gabriel unterbrochen. Er gibt sich kämpferisch. Er respektiere die Gerichtsentscheidung, sagt er, aber er akzeptiere sie nicht. Die Fusion habe er genehmigt, um die 16.000 Arbeitsplätze bei Kaisers Tengelmann und die Arbeitnehmerrechte zu sichern. Unverständnis bei Gabriel für den Beschluss aus Düsseldorf, wonach der Erhalt der Arbeitsplätze nicht gewährleistet sei und Arbeitnehmerrechte nicht unbedingt im Interesse des Gemeinwohls lägen. Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und tariflich abgesicherte Löhne sowie Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer sollen nach Auffassung des Gerichts mit dem Gemeinwohl nichts zu tun haben. Ich weise diese Auslegung unserer Verfassungsordnung entschieden zurück. Mitbewerber Rewe hält sein Übernahmeangebot aufrecht. Der Besitzer von Kaisers Tengelmann droht, dass er keine unendliche Geschichte wolle und jetzt ihr, so wörtlich, unsympathische Möglichkeiten sehe. Rückendeckung für Gabriel von Gewerkschaftsseite. Unserer Ansicht nach ist der Erhalt der Arbeitsplätze und die Arbeitnehmerrechte sehr wohl ein Kriterium im Kartellverfahren. Und hier sollte die Rechtsprechung entsprechend auch dies nachvollziehen. Gabriel will jetzt juristisch gegen das Nein aus Düsseldorf vorgehen, auch weil der Beschluss falsche Behauptungen enthalte, etwa Geheimgespräche geführt zu haben. Dies weist er entschieden zurück. Was ist wichtiger für das Gemeinwohl? Arbeitnehmerrechte und Arbeitsplätze oder ausreichend Marktkonkurrenz, die für niedrige Preise sorgt? Das sollen jetzt Juristen klären. Gut möglich, dass der Markt vorher schon Tatsachen schafft. Von einer Teilzerschlagung von Kaisers Tengelmann ist die Rede. Das könnte einige tausend Arbeitsplätze kosten. Der Schutz von Stalking-Opfern soll verbessert werden. Das Kabinett billigte heute einen Gesetzentwurf von Justizminister Maas, der die Verurteilung von Tätern erleichtern soll. Künftig macht sich strafbar, wer einem anderen Menschen in einer Weise nachstellt, die dessen Leben schwerwiegend beeinträchtigt. Bisher werden Stalker erst dann verurteilt, wenn sich Opfer genötigt sehen, ihre Lebensführung zu ändern, etwa umzuziehen. Die Bundesregierung führt derzeit mit Namibia Gespräche über eine offizielle Entschuldigung für Massaker in der deutschen Kolonialzeit. Im damaligen Südwestafrika hatten deutsche Truppen zwischen 1904 und 1908 einen Aufstand der Stämme Herero und Nama niedergeschlagen und etwa 100.000 Menschen getötet. Das Auswärtige Amt erklärte, die Bundesregierung betrachte das als Völkermord. Daraus ergebe sich aber kein Anspruch auf Entschädigung. Nach dem Zugunglück in Italien gehen die Bergungsarbeiten und die Suche nach der Unglücksursache weiter. Die Blackboxen der Züge wurden gefunden und könnten darüber Aufschluss geben. Ein automatisches Warnsystem gab es auf der eingleisigen Strecke nicht. Gestern waren in der Region Apulien zwei Züge frontal zusammengestoßen. Behördenangaben zufolge kamen mindestens 23 Menschen ums Leben. Peter Sagan hat die 11. Etappe der Tour de France gewonnen. Es ist sein zweiter Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Der Radweltmeister aus der Slowakei setzte sich auf der 162,5 Kilometer langen Strecke von Carcassonne nach Montpellier im Sprint gegen den Briten Christopher Froome durch. Froome behält das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Bester Deutscher war André Greipel auf Platz 8. Die Lottozahlen: 10, 14, 20, 27, 33, 41, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 14. Juli. Die Wolken des Tiefs über dem Osten Europas bringen dem Südosten und Osten Deutschlands ergiebigen Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. Heute Nacht regnet es im Südosten und Osten zum Teil kräftig, im Osten gewittert es. In den Alpen schneit es bis auf 1700 Meter. Morgen regnet es im Osten und Südosten noch, sonst Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 6 Grad ab. Morgen am Alpenrand 12 Grad bis 21 am Rhein. Freitag durchwachsenes Wetter, vor allem im Südosten Schauer. Am Samstag scheint im Süden oft die Sonne. Im Norden gibt es einzelne Schauer. Am Sonntag wird es im Südwesten oft sonnig. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Weißbuch zur Bundeswehr, Fragen von Karin Joska an Verteidigungsministerin von der Leyen und die Supernasen. Wie Hamsterratten Tuberkulose und Sprengstoff erschnüffeln.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.